Die Erde ist dem Untergang geweiht. Etwas Verheerendes ist im Anmarsch und die Zeit wird knapp. Unsere Zivilisation geht unter und unser Planet wird zerstört. Können wir rechtzeitig ein Raumschiff bauen, das uns zu bewohnbaren Planeten bringt? Kann die Menschheit der Vernichtung entgehen? Können wir die Erde evakuieren?아빠, 여기? 그래, 여기. 잠시 한번 볼래? 잘 보이니? 예. War das eine Sternschnuppe? Oh, wow. Ja, da, noch eine. Alles, was unsere Spezies bisher erlebt hat, ist nichts gegen das, wozu das Universum fähig ist. Es gibt so einiges, das einem Planeten wie der Erde widerfahren könnte. Mein Gott! Kenneth, steig ins Auto. Los! Wir sind schon. Steig ein! Es wäre katastrophal für die Erde, wenn sie plötzlich von großen Objekten aus dem All bombardiert werden würde. Die Auswirkungen wären fatal. Das Extremste, was wir uns vorstellen können, wäre ein sogenannter Neutronenstern. Neutronensterne sind unglaublich kompakt. Ihre Leuchtkraft ist bis zu 1 Million Mal geringer als die der Sonne. Ein Neutronenstern ist klein, hat jedoch mehr Masse als die Sonne. Er verbraucht seine Energie sehr schnell. Wenn er keinen Brennstoff mehr hat, stirbt er und sein Kern kollabiert. Die Auswirkung ist eine Supernova, eine massive Explosion. Wenn klar wäre, dass ein Neutronenstern auf uns zurast, wäre das übel. Man kann ihn weder sprengen noch seine Richtung ändern. Man kann ihm ausweichen oder man wird seine zerstörerischen Auswirkungen erleben. Er kann nützlich, aber auch schlecht sein. Doch ein Problem unserer Zeit ist unser Zynismus. Wir glauben nicht alles, was wir sehen und hören. Sicher werden dann Experten in Talkshows bestätigen, dass es wahr ist. Das könnte uns also auch passieren? Ja, das glaubt auch jeder andere Astronom. Wir alle haben dieselben Daten studiert. Nach ein paar Tagen werden es die Leute glauben.
Aber was werden sie dann dagegen tun? Und wann könnte das passieren? Nach unseren Berechnungen in 75 Jahren. Unser Planet wird zerstört werden. Das ist das Ende der Erde. Wenn die Natur uns etwas zuschleudert, das so verheerend ist, dass es die Erde zerstört, wären wir gezwungen, uns einen anderen Lebensort zu suchen. Es ist unvorstellbar. Können wir wirklich 7 Milliarden Menschen retten? Immerhin sind bis jetzt in der gesamten Menschheitsgeschichte nur etwa 600 Menschen ins All geflogen. Ein Problem ist die große Entfernung von der Erde. Es geht um eine Reise von 6, 7, 8 Lichtjahren mindestens. 66 Billionen Kilometer. Eins ist sicher, mit den heutigen Raumschiffen können wir das nicht bewältigen. Dafür bräuchte man ein riesiges Raumschiff und eine neue Art von Motor, um es anzutreiben. Aber können wir so etwas entwickeln? Der Bau eines jeden Raumfahrzeugs birgt Risiken. Aber wenn das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, müssen wir sie akzeptieren. Das Projekt heißt Horizon. Es repräsentiert die innovativsten Technologien für Raumfahrtantriebe. Sehen wir uns ein paar Ansätze an. Plasma. Vielversprechend, aber mit einigen Tücken in Bezug auf den Treibstoff und Tank. Aber es ist eine Möglichkeit. Für die Beschleunigung einer Rakete ist es wichtig, dass die Abgase schnell ausgestoßen werden. Bei einer plasmagetriebenen Rakete wird der Treibstoff durch Elektrizität beschleunigt. So kann der Ausstoß extrem schnell erfolgen. Plasma ist zwar sehr stark, aber man würde sehr viel Treibstoff benötigen. Damit stehen wir wieder am Anfang des Problems. Sonnensegel. Diese Technologie hat den Vorteil, dass sie gut erforscht wurde, besonders in den letzten 15 Jahren. Ein Sonnensegel wird von Sonnenlicht angetrieben. Wir merken es nicht, aber Sonnenlicht übt Druck auf uns aus. Es gibt verschiedene Designs für diese Segel. Wenn sie groß und leicht genug sind, kann man damit sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Das Sonnensegel hat einen Schwachpunkt. Es wird durch den Strahlungsdruck der Sonne beschleunigt. Je weiter man sich von der Sonne entfernt, desto geringer wird der Strahlungsdruck. Als würde man auf einer einsamen Straße fahren und plötzlich ist weit und breit keine Tankstelle mehr in Sicht. Es gibt noch einen Kandidaten für einen Raumfahrtantrieb und der klingt wie aus einer Science-Fiction-Geschichte. Antimaterie. Die große Hoffnung eines jeden Triebwerkingenieurs der letzten 20 Jahre. Antimaterie ist sowas wie das Spiegelbild von Materie. Sie hat dieselbe Masse wie Photonen und Elektronen, aber eine andere Ladung und einen anderen Drall. Wenn man Materie- und Antimaterie-Teilchen zusammenbringt, vernichten sie sich gegenseitig und setzen dabei sehr viel Energie frei. Doch Antimaterie hat es in sich. All die Energie ist gefährlich und wir wissen nicht, wie wir sie kontrollieren, geschweige denn durch einen Motor leiten könnten. Wir müssten die Antimaterie in einer Vakuumkammer speichern und mit starken Magnetfeldern umgeben, damit sie nicht mit den Wänden der Kammer interagiert. Wenn das passiert, wird sie vernichtet und setzt neue Energie frei. Es entsteht eine sehr große Bombe.
So here we are. Wir können also keine chemischen Triebwerke einsetzen. Den Sonnensegeln geht irgendwann der Treibstoff aus und Antimaterie ist zu gefährlich. Es sieht nicht gut aus für ein Raumschiff, das zu den Sternen fliegen soll. Danke. Wir bilden nun Diskussionsgruppen. Aber wir haben ein Ass im Ärmel, eine Technologie, die funktionieren könnte. Sie ist über 60 Jahre alt, aber vielleicht ist sie die Antwort. Egal, wer Sie sind oder was Sie tun, heute sind Sie Teil des atomaren Krieges. Beim Manhattan-Projekt in den 40er Jahren entwarf der Physiker Stanislav Ulam ein gigantisches Raumschiff, das von Atombomben angetrieben wurde. Einige Wissenschaftler, unter ihnen Freeman Dyson, spannen das Konzept weiter und wollten ein Raumschiff entwickeln, das von Atombombenexplosionen angetrieben wird. Sie nannten es Projekt Orion. Das Konzept von Orion ist ziemlich simpel. Man stelle sich ein großes Raumschiff vor, dessen Heck mit Prallplatten und Stoßdämpferplatten versehen ist. Das Raumschiff stößt Atombomben ab. Wenige Meter hinter dem Heck explodieren sie und die Druckwelle trifft auf die Prallplatten. Wenn es mehrere Detonationen gibt, beginnt das Schiff sich zu bewegen und zu beschleunigen. Das schnellste von uns gebaute Fahrzeug ist die Voyager-Sonde. Sie ist 0,006% mal so schnell wie Lichtgeschwindigkeit. Sie bräuchte Jahrtausende, um einen anderen Stern zu erreichen. Mit Orion wären wir schneller. Studien haben gezeigt, dass man einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreichen würde, wenn man 10 Tage lang alle 3 Sekunden eine Bombe hinter dem Schiff detonieren ließe. Das Projekt würde eine internationale Zusammenarbeit nie dagewesenen Ausmaßes erfordern. Wir bräuchten natürliche Rohstoffe. Die Weltwirtschaft müsste sich vom Konzept des Geldverdienens abwenden und dem Allgemeinwohl dienen. Sie nennen es das Projekt Horizon. Man gewährte uns exklusiven Zugang zu dem weitläufigen Gelände, das hier in Florida entsteht. Dieser Komplex trägt den Namen Starship City. In wenigen Monaten wird dies hier eine militärisch geschützte Zone sein und der Kampf um die Rettung der Menschheit beginnt. Man bringt alle nach Starship City, die Wissenschaftler und Ingenieure. Und dann beginnt die Entwurfsarbeit. Sie alle brauchen Unterkünfte. Und nicht nur sie, denn sicher kommen auch ihre Familien mit. Da entsteht eine Stadt. Als erstes muss herausgefunden werden, wie man Orion bauen und zum Laufen bringen kann. Als erstes brauchen wir mehr Plutonium. Zusätzlich dazu müssen kleine Bomben entwickelt werden, die für Orion passend sind. Dafür kann man keine ausgemusterten Atombomben benutzen. Es müssen völlig neue entworfen werden. Die Bomben werden dann zur Prallplatte befördert. Die Platten für den Antrieb müssen mehreren Anforderungen entsprechen. Das macht es schwierig, sie zu entwerfen. Zum einen müssen sie die Wucht der Detonation so auf das Schiff übertragen, dass es davon angeschoben wird. Außerdem müssen sie die Passagiere vor Strahlung schützen. Die Umgebung einer detonierenden Wasserstoffbombe ist nicht gerade ungefährlich. Man braucht einen Schutzschild. Für den Antrieb sind alle 3 Sekunden Detonationen nötig. Das müssen die Platten aushalten.
One detonation every three seconds. Eine Detonation alle 3 Sekunden könnte uns bis auf 7% der Lichtgeschwindigkeit bringen. Bei der Entwicklung des Antriebs sollten wir uns fragen, was er eigentlich genau anschieben soll. Wie groß wird das Schiff? Und welche Bedingungen müssen darin für Passagiere vorherrschen? Ein wichtiges Element für den Innenraum ist etwas, das wir auf der Erde als gegeben ansehen. Schwerkraft. Wenn man sich in den schwerelosen Raum begibt, ist eine der ersten Körperreaktionen Kalziummangel in den Knochen. Das sieht man an Raumfahrern, die nach 3 Monaten auf einer Raumstation aus ihrer Kapsel steigen. Sie müssen gestützt werden, denn sie sind so schwach, dass sie sonst fallen würden. Jetzt geht es darum, das ganze Leben in Schwerelosigkeit zu verbringen. Das bringt Probleme mit sich. Zum einen weiß ich nicht, ob man in so einem Umfeld Kinder zeugen kann. Unser Fortpflanzungssystem basiert auf der Schwerkraft. Wir wissen nicht, wie ein Körper, der die Kindheit oder sogar die Zeit im Mutterleib in Schwerelosigkeit verbracht hat, aussehen würde. Würde er wie wir funktionieren? Ist eine Geburt im interstellaren Raum möglich? Wir müssen davon ausgehen, dass mehrere Generationen Menschen im All aufwachsen werden. Und das wurde zuvor noch nie probiert. Zum Glück können wir die Effekte der Schwerkraft relativ einfach simulieren, zum Beispiel mittels Rotation. Gerard O'Neill war Physikprofessor an der Princeton University. Er entwarf eine Weltallkolonie, in der Menschen im Innern eines rotierenden Zylinders leben, der Schwerkraft erzeugt. Wir simulierten alles im Computer und sind sicher, dass der Zylinder keinen Druck verlieren würde. Licht ist auch ein wichtiger Punkt. Je weiter man sich von der Sonne entfernt, desto weniger Sonnenlicht gibt es. Wir brauchen also künstliches Licht. Aber das ist kein allzu großes Problem. Man könnte in der Mitte des Schiffs eine Stange montieren, die das Tageslicht simuliert. Denn die Lebensrhythmen von Mensch und Tier richten sich nach den Tag- und Nachtzyklen. Die große Frage ist, wer darf mit? Wonach wählen wir aus, wer von der Erde flüchten darf? Eine der ersten Aufgaben wäre es, die DNS so vieler Menschen wie möglich zu scannen, und zwar im Idealfall von der gesamten Erdbevölkerung. Im Prinzip brauchen wir eine Gruppe menschlicher Gründerväter auf einem fernen Planeten. Entscheidend ist ihre Überlebensfähigkeit. Genetische Profile können die Auswahl erleichtern. Die Menschen, die überleben sollen, müssen biologisch so perfekt wie möglich sein, denn sie müssen eine lange Zeit überleben können. An einigen Orten müsste medizinisch geschultes Personal die Proben nehmen und prüfen. Aber andernorts könnten die Leute ihr Material vielleicht selbst einsenden. Man könnte ein Evakuierungstestset entwickeln und es den Leuten per Post schicken. Das Set könnte eine Nadel, Wattestäbchen, eine Anleitung und einen Umschlag für die Rücksendung nach Starship City enthalten. Die Gene sind nicht das einzige Auswahlkriterium. Es werden bestimmte Fähigkeiten erforderlich sein. Man braucht eine Crew, die das Schiff fliegen kann. Und Personal für alle wichtigen Bereiche. Ärzte, Ingenieure, Techniker, Forscher. All das wird aber erst später entschieden.
Egal nach welchen Kriterien man letztlich entscheidet, wenn man jemanden auswählt, schließt man gleichzeitig jemanden aus. Und das sind einige. 99% der Menschen werden nicht mitgehen. Bei diesem Projekt wird vor allem die reiche Elite die Prioritäten setzen. Sie wird auch mitentscheiden, wer in die Gruppe der Überlebenden aufgenommen wird und ins All fliegt. Es werden viele Länder und Nationen beteiligt sein, doch die Zahl der Teilnehmer ist sehr begrenzt. Viele arme Nationen werden teilnehmen wollen, aber nicht ausgewählt werden. Der Kampf um Ressourcen ist immer mit Gewalt verbunden. Damit ist Tragödien der Boden bereitet. Man könnte auch eine Lotterie veranstalten, dann hätten alle dieselben Chancen. Aber auch das könnte im Chaos enden. Es könnten gar Kriege darüber ausbrechen, wer mit darf. Manche Regime drohen vielleicht mit Atombomben. Wenn ihr nicht tut, was wir wollen, beenden wir es jetzt. Die Welt geht sowieso unter. Es gibt zwei verschiedene Szenarien. In dem einen arbeiten die Leute zusammen im Sinne der Menschheit. Das andere zeigt die schlimmsten Seiten des Menschen. Sobald wir wissen, dass unser Sonnensystem untergehen wird, müssen wir uns nach einem anderen, mit passenden Planeten umschauen. Es muss noch andere Planeten wie die Erde geben. Vor 20 Jahren war das nur eine Hypothese. Heute sind wir sicher, dass es sie gibt. Aber die Frage ist, wann wir sie finden und wie weit sie entfernt sind. Einen erdähnlichen Planeten zu finden, wird nicht einfach. Aber wir suchen bereits mit Teleskopen danach. Das Beste im Moment ist das Kepler-Weltraumteleskop. Dieses Teleskop befindet sich in einem Erdorbit und erfasst alle 6 Sekunden 150.000 Sterne. Es sucht nach Lichtveränderungen, die entstehen, wenn ein Planet sich vor einen Stern schiebt. Von Zeit zu Zeit schiebt sich ein Stern zwischen uns und seinen Zentralstern. Dabei verdeckt er einen Teil von dessen Licht. Wir können diese Verdunkelung beobachten und wissen so, dass es dort einen Planeten gibt. Kepler hat 2000 Planeten entdeckt. Manche sind so groß wie die Erde, andere kleiner. Keplers Funde haben viel Potenzial, aber leider sind sie sehr weit weg. Keplers Planeten sind 1000 bis 1500 Lichtjahre entfernt. Es ist toll, dass wir überhaupt etwas finden, aber nicht gut, wenn wir eine zweite Erde finden wollen. Am besten wäre es, wenn wir einen erdähnlichen Planeten in der sogenannten habitablen Zone finden würden. Die habitable Zone ist ein Bereich um einen Stern, dessen Temperaturen Wasser in flüssiger Form auf dem Planeten ermöglichen. Flüssiges Wasser ist entscheidend für die Biologie und ein wichtiger Teil der Chemie des Lebens. Selbst wenn man einen Planeten fände, der in der habitablen Zone seines Sterns liegt, über die richtige Temperatur, Schwerkraft und vielleicht eine Biosphäre verfügt, könnte es dort immer noch Unbekanntes geben, das jeden Neuankömmling umbringt. Die Windgeschwindigkeit zum Beispiel. Für Menschen sind Winde mit über 80 Kilometer pro Stunde hart. Aber auf manchen Planeten sind sie über 320 Kilometer pro Stunde schnell. Vielleicht kommen wir dort an und merken, dass alles, was auf gute Bedingungen hindeutete, falsch ist. Vielleicht ist der Planet durch seine Chemie und Vulkanaktivitäten unbewohnbar.
Ab einem bestimmten Punkt müssen wir Risiken eingehen. Das ist er. Hat irgendjemand Vorbehalte gegen diesen Vorschlag? Wir müssen unseren Instrumenten und Daten vertrauen, den Zielort wählen und hinfliegen. Das ist unsere einzige Chance. Wir werden keine Zeit haben, uns anders zu entscheiden. Die menschliche Spezies darf nicht wegen Fehlanalysen und Faulheit aussterben. Wenn der Neutronenstern in unser System eintritt, wird er Materie wie Asteroidbrocken und Kometen anziehen. Treffen sie auf den Stern, gibt es atombombenähnliche Explosionen. Der Stern beginnt zu strahlen und alles zu versengen, was ihm in den Weg kommt. Es kann durchaus passieren, dass die Strahlung des Neutronensterns ein Loch in die Erdatmosphäre brennt. Und wenn der Strahl dieses Neutronensterns auf die Erde trifft, dann gnade uns Gott. Für die meisten Leute ist ein Raumschiff eine Rakete, die im Ganzen ins All fliegt. Bei der geplanten Größe funktioniert das aber nicht. Aber zum Glück gibt es andere Wege. Es ist viel sinnvoller, es in Einzelteilen ins All zu schießen und dort zusammenzufügen. When you get out into space where you don't have weather. Im Weltall gibt es kein Wetter und keine Schwerkraft. Man braucht nicht so viel Masse und muss das Schiff nicht für zwei verschiedene Umgebungen funktionsfähig machen. Man kann sich auf das konzentrieren, was nötig ist, um es im All zu halten. Wir werden kein ganzes Schiff in Starship City bauen können. Wir müssen die Herstellung der Teile über die ganze Welt verteilen, quasi ein globales Produktionsfließband starten. Nur so schaffen wir es rechtzeitig. Die größte Herausforderung wird die Systemtechnik sein, die Logistik und die Abstimmung aller Teile aufeinander. Alle arbeiten mit unterschiedlichen Werkzeugen und Prozessen und müssen dennoch sicher gehen, dass später im All Teil A auf Teil B passt und alles korrekt funktioniert. Man will nicht erst dort oben feststellen müssen, dass die Teile nicht zusammenpassen. Die Teile ins All zu schicken ist nicht schwer, das haben wir schon gemacht. Aber selbst die modernsten Roboter müssen beim Zusammenbau des Raumschiffs durch Menschenhand koordiniert und gelenkt werden. Ich glaube nicht, dass wir so ein Schiff komplett durch Roboter zusammenbauen lassen können. Null Schwerkraft. Ich fühle mich super. Vieles kann man Roboter machen lassen, aber manchmal muss jemand vor Ort sein, um zu helfen. Aber sicher gibt es dann auch Astronauten, die im All den Zusammenbau des Raumschiffs überwachen und Reparaturen vornehmen. Das kann gefährlich werden, denn es fliegt viel Weltraumschrott mit hoher Geschwindigkeit um die Erde herum. Paar 1 und 2 erfolgreich abgeworfen. Sieht gut aus. Die Teile fliegen mit Orbitgeschwindigkeit, etwa 8 bis 11 Kilometer pro Sekunde. Das ist schneller als jede Kugel, die man auf der Erde abfeuert.
und kann großen Schaden anrichten. Diese Arche muss das Überleben der Auserwählten der menschlichen Spezies sichern. Sie muss mit allem ausgestattet sein, was sie über Jahrzehnte hinweg brauchen könnten. Luft. Wasser. Nahrung. Ohne das alles schaffen wir es nicht. Aber zum Glück sind die ersten beiden Dinge im Prinzip dasselbe, wissenschaftlich gesehen. Sauerstoff kann man einfach erzeugen, indem man Strom durch Wasser leitet. Das tun Organismen, wenn sie Sauerstoff durch Photosynthese generieren. Mit einem Atomkraftwerk an Bord kann man sehr lange und sicher Strom erzeugen und mittels Hydrolyse Sauerstoff aus dem Wasser gewinnen. Wir können atmen und haben Wasser. Jetzt geht es um die Nahrungsversorgung. In dieser Größenordnung haben wir das noch nie gemacht. Erst recht nicht im Weltall. Wenn wir keine Lösung dafür finden, werden alle an Bord sterben. Man kann nicht Millionen Dosen Bohnen und gefrorene Burger in einer Speisekammer zu den Sternen transportieren. Im All gibt es kein Fleisch, kein Steak. Es wird Essen mit Fleischgeschmack geben, aber kein echtes Fleisch. Wer Heißhunger auf tierisches Eiweiß hat, kann Würmer oder Kakerlaken essen. Insekten sind eine gute Eiweißquelle für den Menschen. Im Idealfall gibt es Landwirtschaft. Aber vielleicht finden wir ja irgendwann Insekten richtig lecker. Wir sollten Getreide anbauen. Und wir brauchen neue Sorten, die der Strahlung im All gegenüber resistent sind. Wir brauchen auch neues Saatgut, das in der Schwerelosigkeit nicht verdirbt. Maisanbau ist nichts fürs All. Man wird Algen anpflanzen. Dann gibt es Chlorella Cracker. Kleine dünne Waffeln, die bestenfalls wie getrockneter Spinat schmecken. Beim Thema Ernährung ist es wichtig, noch ein paar Billionen Passagiere mehr an Bord zu haben. Bakterien. Wir müssen unbedingt Mikrobensätze mit ins All nehmen. Die sind essentiell wichtig für das Überleben der Menschen. Fast 3 Kilo eines ausgewachsenen menschlichen Körpers sind Mikroorganismen. Ohne Bakterien könnten wir nicht einmal unsere Nahrung verdauen. Diese Bakterien entstanden vor mehr als 2,5 Milliarden Jahren auf der Erde und machten sie für alle Lebewesen bewohnbar. Bakterien ins All zu transportieren ist einfach. Man kann sie in kleine Phiolen verpacken und in flüssigem Stickstoff oder einer kalten Flüssigkeit lagern. Genau wie Sperma in einer Samenbank. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass alles zur selben Zeit stattfinden muss. Der Bau des Schiffs, die Wahl des Zielortes und Lösungen für die Ernährung der Passagiere. Alles muss simultan koordiniert werden, oder wir schaffen es nicht. Der Neutronenstern lässt sich nicht aufhalten. Wir haben Zehntausende Menschen, Nahrung für sie, Wasser und Luft zum Atmen.
Zu diesem Zeitpunkt wollen wir auf das Raumschiff. Wir wollen die Erde verlassen. Es wird eine Herausforderung werden, die Passagiere bei Laune zu halten. Besonders am Anfang. Die, die sich auf diese Reise begeben, werden sicher depressiv werden, wenn sie verstehen, dass ihre Welt zerstört wurde. Sie lassen Freunde, Familie und Orte hinter sich, die sie nie wiedersehen werden. Das wird für keinen leicht. Wir dürfen zum Glück als ganze Familie gehen. Es ist unsere einzige Chance. Menschen verlassen zum ersten Mal ihren Heimatplaneten. Sie reisen 60, 80, 100 Jahre lang in einem riesigen Raumschiff mit Millionen anderen an Bord. Sie lassen vielleicht ihre Familien zurück und die Orte, an denen sie aufwuchsen. Während der Reise wird es wichtig sein, Familienstrukturen aufrechtzuerhalten. Die Passagiere müssen sich ein Heim schaffen können. Wenn sie fertig wird, wird die Arche ein Wunder sein, wie wir es noch nicht gesehen haben. Das Letzte, das wir auf der Erde schufen. Natürlich hoffen wir, dass sich alle benehmen werden. Aber es muss Gesetze geben, Regeln und Strukturen. Was mir am meisten Sorgen macht, ist der soziale Zusammenhalt der Gruppe. Werden sie versuchen zu rebellieren oder das Schiff zur Rückkehr zu zwingen? Geben sie auf. Die Leute an Bord müssen auf das Ziel fokussiert bleiben, zusammenhalten, sich nicht gegenseitig umbringen. Es ist wie in einer Stadt oder Nachbarsländern. Das müssen wir bewältigen. An Bord werden Leute aus aller Herren Länder sein. Warum sollen der Hass und die Probleme der Erde nicht auch auf der Reise zutage treten? The obvious thing you need is governance. Es muss eine Art Regierung geben. Doch nach welcher Gesetzgebung? Die der Verfassung der USA oder der Vereinten Nationen? Welche politische Struktur wird es an Bord geben? Eine Demokratie? Das ist eine interessante Frage, denn man will sicher keinen Diktator, der sich über alle erhebt und nie wieder zurücktritt. Aber man braucht auch Militär, das sicherstellt, dass Befehle befolgt werden. Vielleicht treffen die Regierenden harte Entscheidungen und würden in einer Demokratie von der Masse abgewählt werden. Das könnte den Erfolg der Mission gefährden. Es werden zwei Dinge passieren, wenn der Neutronenstern auf die Erde zurast. Erdkern und Erdkruste werden sich erhitzen und beginnen zu schmelzen. Dadurch kommt es zu enormen Erdbeben. Dann wird das Gravitationsfeld des Neutronensterns die Erde auseinanderreißen.
Durch die Störungen in der Atmosphäre, den Ozeanen und der Kruste werden die Menschen auf der Erde einen schnellen Tod finden. Dann wird die Erdkruste aufbrechen und das heiße Erdinnere wird ins Vakuum des Alls gesogen. Wenn der Neutronenstern die Erde zerreißt, werden auf der Erde schon alle an der Strahlung, den Vulkanaktivitäten oder anderem gestorben sein. Nur die Passagiere der Arche werden beobachten können, was dann passiert. Die Teile der zerstörten Erde können einiges verursachen. Sie könnten auf dem Neutronenstern gewaltige Explosionen auslösen. Sie könnten aber auch in seinen Orbit gelangen und zu Ringen werden. Unser Planet könnte ein Ringsystem werden. Wer wird uns erwarten? Die Lebenserwartung des Menschen beträgt etwa 70 Jahre. Wenn wir den Zielplaneten erreichen, ist der Hauptteil der Originalpassagiere sicher nicht mehr am Leben. Die die Reise mit 50, 60 Jahren antraten, werden das nicht erleben. Die Kinder aber sicher schon. Es muss ein sehr emotionales Erlebnis sein, denn dann wissen Sie, dass Ihre lange Reise ein Erfolg war. Aber nun geht sie auch erst richtig los. Man stelle sich nur vor, was in diesen Leuten vorgehen muss, wenn sie den Planeten zum ersten Mal sehen. Aber nun steht ihnen etwas noch Größeres bevor. Sie müssen den Planeten betreten und in einer neuen Welt eine Zivilisation aufbauen. Für viele Leute ist der Gedanke an den Bau einer interstellaren Arche und die Evakuierung der Erde Zeitverschwendung. Wir sollten nicht zu viel Zeit damit verbringen, solange keine Gefahr besteht. Aber wir sollten es im Hinterkopf behalten. Denn irgendwann in der Zukunft werden wir sicher den Planeten verlassen. Hoffentlich ohne den Zwang einer drohenden Katastrophe. Es ist verrückt, über so etwas nachzudenken. Das Ende der Welt, die Evakuierung der Erde, die Flucht ins All, das klingt wie Science Fiction. Aber wir können nicht sicher sagen, dass das nie passiert. Es ist interessant, darüber nachzudenken, ob unsere Spezies je über die Grenzen des Planeten hinausgehen wird, der uns hervorgebracht hat. Die Evolution hat gezeigt, dass Spezies durch Katastrophen oft zu Wanderungen gezwungen worden sind. Vielleicht geht es uns genauso. Und vielleicht kann nur ein so verheerendes Ereignis wie dieses dafür sorgen, dass unsere Spezies ins All zieht, um zu überleben. You know what to do.
that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.